Hallo und herzlich willkommen zu 2 Nerds 1000 Games. Ich bin die Kari. Das hier soll mein erstes ARK-Tutorial für euch werden, sprich ARK to Survival Evolved. Ich will euch heute das Brüten näher bringen. Mir zur Seite steht der Grom. Da ist er. Genau. Was braucht ihr? Grundsätzlich natürlich erst einmal die Eltern. In unserem Fall zwei Agentavisse, Phoenix, die Mutter und Tim, den Vater. Ganz einfach festzustellen, sie haben ein Herzchen im Kopf, das heißt, ihr habt ein Pärchen. Schauen wir mal, wer wer ist. Phoenix ist pink, wie gesagt. Tim ist blau. Ja, die übliche Farbkodierung für Männchen und Weibchen. Ihr werdet sie sicherlich kennen. Wir haben da mal schon ein bisschen was vorbereitet. Ihr seht erstmal ein kleiner, sicherer Ablageplatz. Grom hat uns schon mal ein Ei hingeworfen. Leider ist das ein ganz normales Ei, wie ihr sie auch in der Wildnis findet. Grom, wir hätten gerne das Befruchtete. Sehr gut. Ihr seht, sie haben direkt einen Unterschied, schon allein vom Ansehen, das Befruchtete leuchtet wie auch ein Alpha-Dino. Des Weiteren hat es zwei weitere Leisten. Da sind sie. Einmal die Brutzeit und einmal die Gesundheit. Und eine Anzeige, ob ihm jetzt zu heiß, zu kalt oder gerade perfekt ist. Hier ist es zu kalt. Also nehmen wir es direkt mal wieder hoch, bevor die Eigesundheit auf Null fällt und es uns einfach verschwindet. So. Wir haben auch schon, wie gesagt, was vorbereitet. Wir entzünden mal ein Feuer und werfen es mal daneben. Was macht es jetzt? Ihr seht, es beginnt direkt zu brüten. Wir haben die Temperatur also genau richtig getroffen. So, ihr könnt das Ganze natürlich auch mit Fackeln oder auch mit Standfackeln entsprechend noch regulieren. Wie ihr seht, jetzt ist es zu heiß. Machen wir die Fackeln mal wieder aus. Und es brütet direkt weiter. Ihr habt gesehen, dadurch macht man die Temperatur halt mal heißer, mal kälter. Das Problem ist, es ist extrem aufwendig, das so zu tun. Ihr müsst es mal ausmachen, ihr müsst es wieder anmachen, weiter weggehen, näher rangehen. Ihr müsst aufpassen, dass euch hier nichts angreift. Es ist einfach nervtötend. Deshalb haben wir uns da mal was überlegt. Wir schnappen uns jeder mal kurz den Vogel und dann zeigen wir euch mal, was unser Tribe schon mal vorbereitet hat. So, dies hier ist mein persönliches Lieblingsgebäude. Ein wenig groß zum Brüten, ich erkläre euch aber auch warum. Zum einen ist das hier unser Lager. Ihr seht dort hinten Kühlschränke, Schränke, dort sind die Walls. Zum anderen ist das hier ein Laufgehege. Geschlüpfte Babys wollen nämlich seit einiger Zeit imprinted bzw. geprägt werden. Da gibt es drei Möglichkeiten. Sie wollen einfach nur kuscheln, dann sind sie glücklich und freuen sich. Oder aber sie wollen ein Kibbel. Dieses Kibbel kann grundsätzlich jedes sein, das auf diesem Server existieren kann. Sprich, es kann ein Rex-Kibbel sein, sie können Kannibalen sein, sie wollen ein Agatavis-Kibbel. Kann alles sein, was es an Dinos gibt. Ihr solltet euch also einen entsprechenden Vorrat auch zugelegt haben, bevor ihr das macht. Das dritte Möglichkeit, und dafür ist dieses Gebäude eigentlich da, ist, sie wollen spazieren gehen. Es kann heißen, sie wollen euch 2 Sekunden lang hinterherlaufen. Es kann aber auch heißen, sie wollen euch 2 Stunden lang hinterherlaufen. Das hatten wir leider auch schon. Dementsprechend, da ihr während dieser Zeit mit einem Baby im Schlepptau nicht unbedingt angegriffen werden wollt, solltet ihr für Sicherheit sorgen. Vielleicht übertreiben wir es hier ein wenig, aber ich bin lieber sicher, als dass ich das Baby verliere. So, aber zurück zum Brüten. Meine Idealvorstellung. Was ist das? Ich möchte nicht stundenlang neben dem Ei stehen, während es brütet. Ich möchte auch mal weggehen können. Und dafür haben wir das hier gebaut. Das hier sind Klimaanlagen. Ich mache euch die Tür mal wieder zu. Wir haben natürlich für ein wenig Beleuchtung und auch was für zu trinken gesorgt, damit ihr nicht ein bisschen drin raus müsst, um euch was zu trinken zu holen. Kühlschränke mit Futter und für weitere Eier, die ihr lagern wollt. Und der Graumutter hat uns das Ei jetzt gerade mal dahin geworfen. Ihr seht, es brütet sofort. Bei dieser Anzahl an Klimaanlagen, das sind etwas mehr als 30, soweit ich weiß, gilt das für jedes Ei. Sowohl für Giga als auch für Weibern und natürlich auch für Kompi, wenn ihr die denn züchten möchtet. Denn die sind als Baby extremst niedlich. So, natürlich braucht ihr sowas nur für Eierleger. Für Lebendgebärer selbstverständlich nicht. Die könnt ihr einfach irgendwo ins Haus stellen und sobald die dann ihr Baby loswerden, könnt ihr es dort aufziehen. Das ist vollkommen egal. Könnt ihr euch aussuchen, wo ihr das macht. Grundsätzlich solltet ihr aber darauf achten, dass die restlichen Tiere, die ihr gegebenenfalls noch irgendwo habt, nicht aus demselben Trog fressen wie die Tiere, die ihr gerade aufzieht. Denn die fressen denen einfach das Futter weg.
wäre unideal. Nun gut, wie auch sei, ihr seht, dieser hier hat jetzt noch einen Timer von 41 Minuten und ein paar Sekunden. Ich stelle mir jetzt meinen Wecker auf 41 Minuten und komme dann wieder. Ich habe euch hoffentlich ein paar Tipps bzw. Anregungen geben können und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Einen schönen Tag noch!